So, wir sollten langsam los, sonst ist der 30 gleich vorbei. Ja. Wenn du doch gerne möchtest. Ja, können wir machen. Wieso, wie spät haben wir denn schon? Ach, ja, okay. Ist, glaube ich, jetzt eh gleich vorbei. Ich glaube, dann können wir wahrscheinlich direkt schon am besten, Ja, Marauders Arch ist nicht allzu weit weg von hier, wa? Achso, ja, okay, wir können es versuchen. Ich hatte gerade mal Kanonenkugeln alles gesammelt, ein bisschen was. Ich guck gerade auf dem Weg zum Schiff, ob hier noch irgendwo irgendwas ist. Ne, ist alles leer. Ja, du hast schon ziemlich viel abgegrast gerade. Ja. Tiger. Ich kann mal gucken. Grafik. Grafik ist komplett schon auf verflucht. Ich kann den Stream gerade nicht noch flüssiger machen. Tut mir leid. Ich habe auch eigentlich den Stream auf Low CPU eingestellt. Ich weiß nicht, warum der so hängt. Also an der Auslastung liegt es hier eigentlich nicht. Ich hoffe, dass es morgen auf jeden Fall besser ist. Morgen wird No Man's Sky gespielt, falls du Bock darauf hast. War noch nie. Okay. Doch, also ausgelassene Frames hatte ich schon öfter. Nee, das liegt doch nicht am Game. Da, meine Frau ist ausnahmsweise noch wach und guckt Netflix, vielleicht deswegen. Aber eigentlich sollte das am Upload nichts ändern. Dein Lieblingsspiel? Ja, okay, gut. Haben wir schon zweimal gestreamt. Morgen geht's dann weiter. Ja, ich habe schon alles gemacht. Ja, habe ich jetzt gerade auch gesehen. Tiger. Sei ruhig. Ja. Na gut, du kannst zur Not auch nachschauen, ne? Die Videos sind ja bei mir vorhanden. Ich lasse sie ja alle speichern. Die halten, glaube ich, irgendwie 60 Tage oder so, bis die gelöscht werden. Und im allerschlimmsten Fall werden sie sowieso in Kürze auf YouTube hochgeladen. Da kannst du also auch noch gucken. Allerdings musste ich, also im Stream musste ich das Spiel ab und zu mal neu starten, weil, ja, weil das auf meinem PC extrem ruckelt. Zumindest mit Stream ruckelt das extrem. Ich habe jetzt aber eine Einstellung gefunden, indem ich meine Monitorauflösung runterdrehe, beziehungsweise die Auflösung vom Spiel im Fenstermodus runterdrehe. Das Spiel ist im Stream bzw. im Video trotzdem noch Fullscreen, aber ich hab halt nur bzw. ich sehe nur 1600 x 900 Pixel. Also nicht mal annähernd HD. Aber dann läuft es wenigstens einigermaßen flüssig. Ansonsten ist es echt unspielbar. Weil meine Grafikkarte es einfach nicht packt. Shark Fin Camp. Und ballern sie? Ich hoffe nicht. Wir fahren sehr nah vorbei. Nö, sieht nicht so aus. Ja, es läuft. Und ich, wie gesagt, in der Auflösung läuft es eigentlich auch relativ gut. Sieht halt einfach nur nicht so schön aus, ne? Aber ich sag mal, das ist bei mir ja nichts Neues. Echo sieht bei mir auch nicht so schön aus. Sea of Thieves sieht auch nicht schön aus. Ich spiele aber auch nicht hauptsächlich wegen des Aussehens. Von daher.
Ach ja. Okay, ich glaube, allzu lange machen wir auch nicht mehr. Wie gesagt, ne, Maximum 3 Uhr. Ansonsten komme ich morgen nicht aus dem Bett. So, links von uns siehst du Marauders Arch. Okay. Ja, wir sind eigentlich auf der richtigen Seite. Ich meine östlich. Ich hoffe, du bist schon mit Kanonen bestückt. Und Planken und Bananen. Ja, Planken habe ich jetzt 4 anstatt 5, aber ansonsten ja. Aber warte, ich könnte. Ja, die Kanonen selber brauchst du nicht bestücken, das ist Blödsinn. Okay. Gut. Man kann sie machen, aber ist normal nicht nötig. Das ist von der Insel. Kam nicht, stand ja? Da irgendein genauer Korridor, stand da irgendwie ein Korridor dabei? Oder einfach nur um Marauders Arch? Nee, ich meine östlich von Marauders Arch. Meine ich stand östlich. Da. Östlich? Ja. Okay. Ja, wir sind östlich von Marauders Arch. Ja, Nordosten sind wir. Da fahre ich jetzt gerade. Steht hier denn irgendwas mit, da stand irgendwas mit von wegen The Ancient Isles. Hm? Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt in X3 oder so anstatt in E3. Oder in X4. Dann sind wir genau östlich. Das jetzt hört sich los. So an. Okay. Von links oder rechts von uns auf, das ist auch so ein Spot. Da kommen sie. Da ist sie. Alter. Ich frage mich gerade. Die sind rechts von uns ja auch! Oh ja. Alter. Hä? Was? Ach, ich tanze. Okay. Scheiße. Fuck. Die haben dich gerade verflucht. Fuck. Ich glaube, unser Boot läuft voll. Ich versuche mal, dich in den Felsen ranzucrashen. Ja, okay. Nein, ich tanze schon wieder. Tanze beide. Kacke. Tanze zusammen. So ein Dreck und das Schiff läuft voll. Nein. Nein. Ja, ich lasse das Boot gerade im Kreis fahren. Ja. Okay, hier noch ein Loch stopfen. Hier noch ein Loch stopfen. Okay, ich glaube, das war's erstmal. Einmal raus. Wow. Wo sind sie denn? Da hinten. Links treff ich die? Wow. Was? Weiß ich nicht. Ja, bleib oben, ich mach schon. Nein! Ich tanze schon wieder, so ein Dreck! Und jetzt, wo die so nah sind. Oh, hör doch auf! Könnt ihr eigentlich selber auf deren Boot? Jetzt tanze ich auch. Eine gute Frage. Ja, wir können auch rüber. Den Captain angreifen. Ach komm, hör doch auf. Komm schon, noch zu tanzen, die Löcher stopfen. Ja, meiner tanzt auch immer noch. Wow, das war knapp an dem Felsen vorbei. Ja, ich kann hier nichts machen. Ich bin gerade, Nicht hoch. Da du oben bist, musst du auch mal denken.
bin ja Löcher am Stoppen. Ja. Mach mal eben Wasser aus dem Schiff, bevor wir absaufen. Hab ich alle. Ne, ist noch eins. Okay. Und zwei. Oh. Gut. Nichts. Nein. Guckst du nicht mal wegen Felsen? Ja, ich gucke ja gerade. Fahren wir noch im Kreis? Weil irgendwie kommen die uns nicht hinterher. Ja, die fahren nur im bestimmten Bereich. Die fahren nicht überall. Ja. Das heißt, wenn du aus deren Bereich raus bist, dann kannst du theoretisch mal Schiff flicken und dann wieder zurück. Ne? Ja, wir sollten jetzt mal eben zurück, weil wir fahren gerade raus aufs Tote Meer. Ich muss Kanonenkugeln laden. Oh shit. 30. Okay, ein paar haben wir zumindest noch. Vielleicht sollten wir beim nächsten Angriff versuchen, auf deren Schiff zu kommen. Okay, wir müssen Richtung Süden. Ja. Alles klar. Okay, wir kommen ganz knapp am Toten Meer vorbei. Ja, ich hab schon voll eingeschlagen. Ja, ich gerade auch. Da hinten ist ein Schiff. Ach, die warten aber auf uns, ja? Ja, die tauchen auch schon mal ab, aber die tauchen auch, sobald du in deren Zone reinkommst, tauchen die wieder auf. Ja, wahrscheinlich sind die dann wieder repaired. Wahrscheinlich reparieren die sich auch. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ja, du musst gucken, quasi mal, dass du den Captain, der oben so mal am Steuer steht, wegballerst und so mal auch die Fregel seiner Kanonenkugel. Ja, ich blind. Es ist auch noch dunkel, ja geil. Nehmen wir eben Holzplanken. Oh, haben wir auch nicht mehr viele, so ein Dreck. Wir haben gerade keinen Wind. Von da, okay. Doch, wir haben Wind, müssen wir die Segel da rein. Ja, ich hab die Segel nochmal drunter gelassen, hochgetan. Ja. Dass wir nicht wieder so schnell fahren. Den brauchst du nicht runter tun. Ich hab das vordere nach links gedreht. Haut das Schiff ab? Das fährt vor uns her, ja. Alter, im Stream ist das ja mal voll hell, ey. Es taucht ab. Ja, das kommt auch gleich wieder. Nicht so weit nach links, ne? Felsen. Ja, schon gesehen. Ich glaube, ich kann besser in meinem Streamlabs gucken, da sehe ich mehr. Viel zu dunkel gerade. Okay, wir sind aber gerade wieder in dem Bereich. Dreh mal voll rechts. Rechts? Ja. Voll rechts einschlagen. Okay, ich habe es voll links eingeschlagen gehabt. Ach so, willst du um die Felsen herum? Können wir auch. War der Plan, ja. Ich dachte nur, weil wir sonst gleich der Insel wieder so nahe kommen. Ja doch, tu mal links. Das ist eigentlich auch egal. Ja, irgendwie könnte mal wieder hell werden. Ach scheiße. Weißt du, warum die wahrscheinlich weg sind? Wir haben den ersten. Die kommen nicht wieder. Das kann natürlich sein. Ja, ich fahre noch mal einmal rum. Eigentlich kannst du jetzt genau geradeaus halten. Dann fahren wir sowieso an Marauders Arch vorbei. Dann kommen wir nämlich gleich direkt nach E3. Wo die anderen dann jetzt ja theoretisch sein sollten.
Also Richtung, voll Richtung Westen. Naja, zumindest haben wir sie einmal gesehen. Felsen, Felsen, ich höre immer nur Felsen. Das ist ein majestätischer Stein. Ein Stein, wir sind gerettet. Wenn du außerhalb der Karte fährst, also ich nenne es Totes Meer, weil das Problem ist, sobald du außerhalb der Karte bist, je weiter du reinfährst, umso rötlicher färbt sich das Meer und umso schneller zerbricht dein Schiff. Es fängt dann an kaputt zu gehen und dann, ja. K.A. wollte nur irgendwas dazu beitragen. Okay. Verspannung im Nacken habe ich auch. Okay. Da bist du nicht der einzige Himmelhundi. Ach übrigens, warum machst du dir eigentlich nicht den Stream-Chat auf dem Handy an? Du musst Discord ja nicht, was auch. Nee, ich bin oben runtergefallen. Mit wem bist du das dran, mit Stream-Chat? Naja, mit dir. Warum du den Stream-Chat nicht auf dem Handy nebenbei anmachst? Weil ich dich ja meistens doppelt quatschen höre. Du kannst doch den Ton ausmachen. Beziehungsweise, ich glaube, du kannst auch nur den Chat locken lassen. Ja, genau. Pop-outen nennt sich das. Oder Pop-out, Chat, irgendwie sowas. Live, ja, ich bin noch selber live. Pop-outen, ja. Oh, mein Kanal hatte schon 261 Aufrufe. Wahnsinn. 18 sind hier hängen geblieben. Aber wie würde die Knarre eigentlich mit guten Auflösungen aussehen? Okay. Ja, gewöhnlich, rare. War gerade empfohlen, legendär, mythisch. Weiter geht nicht. Wow. Also mein Spiel läuft gerade sogar flüssig. Auf mythisch. Aber sobald dann wieder Action kommt, dann Oh, guck mal, die Knarre verändert sich nicht mal bei den Grafikeinstellungen. Also, die bleibt sowieso die ganze Zeit so kacke. Das sind nur feinste Details, die sich da wirklich ändern. Jetzt ruckelt das wieder ein bisschen. Wenn ich jetzt also jetzt haben wir verflucht. So. Das Wasser sieht kacke aus, aber ansonsten hat sich quasi gar nichts geändert. Okay, weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich ändere mal die Beleuchtungsqualität. Es gibt eine eigene Einstellung für Beleuchtungsqualität. Vielleicht habe ich deswegen das Problem, dass ich im Dunkeln lieber sehe. Ui, das Feuer sieht jetzt aber echt schön aus. Die letzte Fahrt.
Also theoretisch bin ich jetzt im Chat, meine ich zumindest. Du bist jetzt im Chat? Wir werden bei dir 3 Zuschauer angezeigt, aber ich sehe keinen Chatverlauf. Oh, 3 Zuschauer, krass. Ja, du bist jetzt neu dazugekommen, das heißt, du siehst den Chatverlauf jetzt erst, wenn wieder jemand was schreibt. Ja, soll Himmelhundi mal was schreiben. Okay, Himmelhundi, du, sind 2 und wer ist denn der dritte? Nicht-Bot? Hier, ich kann auch was schreiben. Ja, da, jetzt habe ich selber geschrieben. Ah, toll. Ich schieß schon wieder. Wieso sehe ich denn keinen Chat? Ah, da, jetzt sehe ich was.